Hallo ihr Lieben, willkommen zurück und diesmal mit Live-Voice. Es ist schon wieder passiert, dass während der Schwertprüfung das Mikrofon einfach flop weg. Das muss, ich kann mir das nicht erklären, aber es ist auch nur bei der Schwertprüfung, das ist seltsam, oder? Na gut, ich habe mich wieder ein bisschen aufgefrischt und wir können hier weitermachen. Ich habe jetzt nebenbei noch zusätzlich Audacity laufen, damit ich direkt sehe, falls irgendwas schief gehen sollte. Ja, nein. Sonst ist aber alles okay. Ja gut. Okay. Das fängt auf jeden Fall gut an. Also ich werde mich natürlich bemühen, ihr habt die Folgen ja dann eh schon gesehen, wenn ihr das hier seht. Aber nur nochmal zur Erklärung, ich hatte keine Ahnung mal wieder, dass das Mikrofon einfach ausgegangen ist. Und ich hoffe, ich habe alles zu eurer Zufriedenheit nachsynchronisiert. Ich habe ja noch nicht genug zu tun. So, Holzpfeile. Sehr schön. Und sonst? Nichts? Gar nichts? Keine Kiste mehr oder so? Gut, dass ich so viele Pfeile habe. Ich denke, in dieser Folge werden wir die Schwertprüfung dann auch mal abschließen. Ich meine, es wird Zeit. Das ist jetzt die dritte Folge mit der Schwertprüfung. Also langsam, ne? So langsam könnten wir mal. Ach, na gut. Lalalala. So, den auch. Möchte noch jemand? Oder war es das jetzt? Ich wette, hier möchte gleich noch jemand. Hier, der jetzt zum Beispiel. Au, der haut ja direkt zu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht unbedingt. Ich lege mal das hier ab. Und nehme das. Ey! Also so gefällt mir das. So kann das gerne weitergehen, ne? So, zack, zack, zack. Eine Ebene nach der anderen. So gefällt mir das. Gibt's hier keine Kisten? So gar keine? Die Schwertprüfung meint es nicht gut mit uns. Okay. Aua. Ich habe mir eine kleine Wand aufgebaut, ne? Scheiße, der ist so ein Kämpfer. Okay. Aua. Ja, mein schönes Waldschwert, ich weiß. So, das nehme ich aber an mich. Ich glaube, das war eine gute Idee mit dem Schutz hier. So. Nehme ich halt das. Hallo. Hi. Wow. Könntest du einfach... So. Das nehme ich auch. Das sind die Ebenen der Wächter. Ja, ich ersetze das mal. Warte mal.
Hier, nein. Ich wollte eigentlich nur das wegschmeißen. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier eigentlich noch was? Immerhin haben wir doch ein paar Kisten hier. Kein Platz mehr. Okay, ich muss mal aufräumen. Hier, die verrostete Kacke kann weg. Eine der Äxte kommt auch weg. Mal sehen, was wir noch so finden werden. Dankeschön. Ist das ein Pfeil? Das ist ein Pfeil. Den hole ich mir gleich wieder. Ich glaube, das war leider die einzige Kiste. Aber gut, dass ich die noch gesehen habe. Den Pfeil schnapp ich mir. Das ist meiner. So. Okay, ich überlege, ob ich was esse. Ich glaube, ja. Eine Fee habe ich mir hier aufbewahrt, ne? Ja, komm. Ich nehme das erstmal. Besser als nix. Besser als nix. Zwei auf einmal ist er. Wow, 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 wow. Chillt doch mal. Da! Wow! Ihr seid Arsch. Jeschabada. Wie mache ich das denn am besten? Warte mal. 30, 20, 20, 32. Das sind so große Schwerter. Das ist unfassbar. Ihr seid doch unfassbar. Okay, anders. Lauf. Ritterschwert zerbrochen. Sehr schön. Haha, nicht schön. Okay, einer ist weg. Einer ist weg. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Wenn einer weg ist, ist das doch die halbe Miete. Das war nicht schön. Könntest du vielleicht mal? So. Heidewitzka. Das war nicht nett. Reicht dann auch, ja? Ich möchte nicht noch mehr. Das nehme ich aber mit. Und das auch. Und das da hinten. Eieiei. Wieso kann ich das hier wegfackeln? Oder könnte ich? Hier liegt ein bisschen Laub auf dem Boden. Ich gehe weiter. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ebene 16. Das ist, Guten Tag. Eine schwierige Prüfung. Das kriegen wir doch hin, oder? Das der... Da, da. Lalalala. Bitte hier lang.
Danke. So, Schwert Nummer 1. Das hier wollte ich. Ja! Okay. Da bitte. Du meinst es ganz fein. Ganz fein machst du das. Ja. Ganz fein. Ach, ich mag die Kämpfer eigentlich ganz gerne. So, das Schwert ist auch kaputt. Lalala, wir zauern hier alle Wächterschwerter. Natürlich. Wir beeilen uns einfach. Einfach so. Das hat doch gut geklappt. Puh. Können wir dann jetzt langsam zum Ende kommen? Bitte. Ich glaube, die dritte Schwertprüfung mache ich auch erstmal nicht. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ziemlich heiß darauf, endlich zum Schloss zu gehen. Ja, ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ja, überspringen, ich habe keinen Nerv darauf. Lass mich einfach gehen. So, jetzt muss ich runterspringen. Ja, runterspringen ist eine gute Idee. Ah. Ich habe bei der ersten Prüfung schon erwähnt, wie wunderschön das hier einfach ist, ne? Sehr abgespaced, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein stärkeres Masterschwert. Ja, all die Strapazen. Und gleich ist es für Link so, als wäre nichts geschehen, als hätte ich nichts gesammelt und so weiter und so fort. Da ist mein Schwertchen. Ne? Das nehmen wir jetzt mal. Ja, komm. Kennen wir ja schon. Wir kennen das ja schon. Ja, ich bin zurück, Mami. Mein Schwert ist jetzt schwerter. Mein Schwert ist schwerter. Mein Stark ist auch stärker. Hallo? Ah, da bin ich. Hier bin ich. Ja! Ich hätte jetzt schon gerne auf 60 gehabt, ne? Wenn du noch mehr Stärke suchst, nein. Das reicht mir jetzt erstmal. Absolut. Passt auf, wir werden kurz nach, Gott, was? Hateno war doch hier irgendwo. Stall? Nein, warte. Ich weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Hier ist Hateno. Ich gehe mal kurz zu meinem Haus, hänge das Bild auf und wir haben auch noch eine letzte Erinnerung offen, die irgendwo beim Schloss sein muss, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ah, das war abenteuerlich. Mann, das mit dem Mikrofon nervt mich ja schon wieder unendlich, ne? Da darf ich mich gleich nochmal ransetzen. Dabei muss ich noch was nähen. So, ich bin zu Hause. Naja, fast. Kann man hier eigentlich in die Häuser rein? Ja, kann man. Aber will ich nicht. So, wo kann ich denn mein Bild aufhängen? Ich habe gelesen, dass ich das aufhängen kann. Und ich habe das ja, ne, das, nee. Was? Wo kann man das denn dann hinhängen? Also hier sind ja die Wände sowieso voll mit dem ganzen Kram, ne?
Ah, okay. Das geht automatisch. Guck mal, ich habe ein Bild mitgebracht. Das scheint ein guter Platz für das Bild zu sein, das du von Kashiwa erhalten hast. Ja, bitte. Das hast du ganz toll gemacht, Link. Ja. Zelda, ich möchte dich bald wiedersehen. Und das alle anderen wiederleben möchte ich auch. Das wäre so schön. Ah, ich glaube gar nicht, wie sehr ich meine Reckenfähigkeiten vermisst habe. Wie sie so schön an der Seite da leuchten. Ah, herrlich. So. Obwohl, das wird nichts bringen. Genau, warte mal. Ich könnte zu irgendeiner Fee mal eben und gucken, ob ich da was reißen kann. Ich kenne mich gar nicht mehr auf der Karte aus. Okay, hier sitzt, wenn hier, da ist Kakariko. Okay. Und wenn ich gleich noch schnell die Erinnerung finde, fände ich das ganz wunderbar. Das wäre wirklich mega. Dann müssen wir uns die alle direkt hintereinander angucken. Für Zusammenhänge und so, ne? Und weil wir das lange nicht mehr gesehen haben. Und weil es bestimmt cool ist. So. Lalala. Ach, ich habe all meine Sachen wieder. Es ist so schön. 95 Schwertbananen. Wo habe ich die denn her? Ah, toll. Okay. Hallo, du kleiner Rabauke. Oh, hier habe ich leider nicht so viele Pfeile. Finde ich den wieder? Ja, ja, geh weg. Ich glaube, den Pfeil finde ich nicht wieder. So, Feen kann ich auch keine mehr sammeln, sonst würden hier welche rumschwirren. Ich guck mal, ob wir hier was reißen können. Ja, juhu, hallo. Kotura, meine Liebe. Ja, ich bin's. Ja, verstärken bitte. Okay, das könnte ich verstärken. Ansonsten nicht so viel, ne? Also, wow. Wo habe ich das denn her? Ach ja, stimmt ja. Ich verstärke das hier mal, ne? Ja, komm. Für die anderen Sachen brauche ich halt so... Nein, bitte nicht. Für die anderen Sachen brauche ich halt so fancy Dinger, die es selten gibt oder wo ich ganz viel für kämpfen muss und so. Von 12 auf 20 finde ich schon ziemlich cool. So, wir machen dann auch mal hier das hier. Ja, und los. Nein, bitte nicht. Bitte quäl mich nicht. Bitte nicht. Hä? Ja, fertig. Ja. Wenn noch was geht, dann nehme ich das. Wenn es dich zufrieden macht. Leider ein bisschen zu zufrieden. Ja, das geht ja noch. So ein Luftkuss, das lasse ich noch mit mir machen. Das finde ich okay. Leuchtet im Dunkeln. Die hätte ich gerade in der Dunkelheit gebrauchen können. Aber konnte ich ja nicht mitnehmen. Ja, im Moment ist nichts möglich. Okay, bis später. Bye! Bye, bye. So. Ich bräuchte hier in der Nähe einen Teleport, ne? Ich fliege einfach rüber. Ich meine, da gibt es auch noch eine versteckte Rüstung am Brunnen oder was das ist. Habe ich irgendwo mal in einem Video gesehen. Ja. Ich gucke mir so manches Breath of the Wild Video an, obwohl ich noch nicht durch bin. Vor allem so Speedruns und sowas gucke ich ganz gerne. Oder was ich empfehlen kann, der YouTuber Point Crow, also von der englischsprachigen Seite, ne? Der macht dann so Videos wie, ich spiele das Spiel mit nur einem Stick und hier und stellt sich halt selbst so Challenges. Und kurz vor Ganon mache ich dann immer aus. Ist das ein Schrein? Ja.
Schild. Wenn das ein Schrein ist, ist das ziemlich cool. Ach, geh weg. Keiner mag dich. So, komm mal her. Ich möchte bitte hier drauf. So, los geht's. Yeah! Hä? Was wollte er denn machen? Habe ich kein Schwert ausgerüstet? Nein. Wo ist mein Masterschwert? Da. Wieso ist das ganz am Ende? Da ist ein Schrein. Da fahren wir doch jetzt mal ganz geschwind hin. Ja. Und machen den auch noch. 10 Minuten haben wir ja noch. Ich bin mittlerweile ein bisschen schmerzbefreiter, was auch die Dings angeht, ne? Hui! Und ab! die Wächter, würde ich sagen. Ich lasse mir keinen Schrein entgehen hier. Ah, was für eine wilde Fahrt. Ich liebe das Teil. Es ist so mega. Eine leichte Kraftprobe. Ja, das ist ja süß. Das machen wir. Hallo. Na? Bist du niedlich? Bist du niedlich? Bitte nicht sofort schießen. Ja, okay. wo bist denn du? Da. Ja, komm mal. Ach, du willst direkt einen so auf die Fresse. Okay. So. Tülü. Wie viele Dingse habe ich eigentlich? Zeichen? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich erfahren. Aber nichts kommt gegen mein Masterschwert jetzt an. Ja. So, sag mal an, wie viele Zeichen habe ich? Ja, bla bla. Ja? Oh, ist nicht so viel. Schade. Joa. Vielleicht finden wir um das Schloss herum noch mehr Schreine. Ich fühle mich gerade richtig selbstsicher. Ich puste Ganon um. Ach ja. Aber ich habe... ich würde das am liebsten heute durchspielen. Was ist das? Achso. Allerdings habe ich heute leider nicht mehr so viel Zeit. Muss mal ein bisschen gucken und aufpassen hier. Nicht, dass hier irgend so ein Dovi daherkommt, ne? Hier wollte ich eigentlich einmal kurz hin. Jetzt bin ich hier gelandet. Hier war auch irgendwas. Das habe ich mal vom Weiten gesehen. Wir schauen mal. Hi. Die laufen hier überall rum, ne? Sollen sie machen. Ja, ja. Geh mal kacken. Überall sind sie, ne? Überall. Ich wollte... Wo ist denn der Burggraben jetzt? Ach, hier. Ich laufe direkt drauf zu. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Aber ich sehe überall nur Wächter. Untersuchen.
Immerhin läuft er nicht, ne? Bumm. Hier wollte ich hin. Den ich glaube, hier gibt es was Schönes. Na, von wo? Von da direkt. Oder hä? Ah doch, da. Na? Oder was hier? Da! Da ist es. Das ist eine Extrakiste. Phantomrüstung. Okay. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Okay. Boah. Das sieht schon ein bisschen übel aus. Allerdings. Warte mal. Habe ich halt Sachen, die stärker sind, ne? Boah, hier, guck mal, da. 28, Halleluja. Die ziehen wir mal an. Ja, so viel Zeit haben wir jetzt leider heute nicht mehr, ne? Ich würde schon gern eine... Was heißt eine? Die letzte Erinnerung suchen. Ich weiß halt absolut nicht, wo die sein soll. Warte, ich kann ja mal auf... aufs Album gucken. Hier. Da. Aufnahmemauer. Ein Pavillon. Und so weiter. Karte. Es kann halt hier irgendwie alles ringsherum sein, oder? Ich kann ja mal reinfahren. Yeah! Bitte nicht abfeuern. Geh weg. Hui! Verdammt. Oh Gott, Garnons Kacke. Aua! Verdammt. Wollt doch nur mal reinfahren. Gucken, was hier so abgeht. Natürlich. Von wo? Von da, okay. Und der nächste. Und mit dem Schwert sollte das ja eigentlich kein Problem sein, oder? Huch! Warte mal, mein Wecker klingelt. Moment. Hoppala. Ja, geh aus. Ich hab ja da auch Schirm. Aua! Ist halt auch ein bisschen doof, wenn zwei auf dich schießen wollen. Ich könntest du bitte... Hallo! Ich bin ein bisschen größenwahnsinnig gerade. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. So. War's das? Nee. Der hat sich einfach so weggedreht. So, Mann. Ich will eigentlich nur wissen, wo die Erinnerung ist. Da vielleicht. Da ist so ein Türmchen.
hier so eine Platte. Warum ist hier eine Platte? Weil da eine Kiste drunter ist. Okay. Ich kann gar nicht aufhören zu spielen, aber ich muss. Ich muss aufhören. Ich will eine andere Waffe. Mein schönes, schönes Masterschwert. Der sieht mich dann zwar, aber naja. Ich will ja nur die Kiste. Wow. Dankeschön. Guck mal, jetzt sieht man, er sieht mich nicht. Okay. Ja doch, tut er. Ach Mann. Wenn da gleich die Erinnerung ist, dann feiere ich das. Wer? Du? Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Uah. Und eine Kiste. Dankeschön, aber leider ist es nicht das, was ich suche anscheinend. Oder? Nie. Aber wir machen uns dann in der nächsten Folge auf der Suche nach dem Ort da. Ach so. Ja. Da ist auch ein Berg in der Nähe. Ein Berg, eine Mauer. Uiuiui. Vielleicht sehe ich es ja von hier aus. Moment. Kann ich da drauf stehen? Ist das euer Ernst? Da hinten könnte es vielleicht sein. Da wahrscheinlich nicht. Ob da in der Mitte was ist? Da! Was? Das Geräusch war komisch. So, ich muss jetzt aber wirklich aufhören, Leute. So spannend das hier gerade auch ist. Ich stelle mich mal hier hin. Hier sieht mich keiner. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Könnt ihr die Musik bitte aufhören? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.